Übrigens, man kann auf seine Intuition nur hören, wenn einem nicht so wichtig ist, ob das, was die Intuition sagt, jetzt nun richtig oder falsch ist. Das heißt, wenn man irgendeinem Impuls der Intuition folgen will, der aufsteigt, geht es nicht darum zu überlegen, ob der nun richtig oder falsch ist. Also wenn ihr wirklich auf eure Intuition hören wollt, ich denke, das ist für viele ein Thema. Und ich denke, Intuition ist eine Sache, ohne die es überhaupt nicht geht. Also wenn ihr diesen Weg der Heilung und der Entfaltung gehen wollt, dann ist Intuition sowieso ein ganz riesiger, unglaublicher Bestandteil. Und Intuition kann nur fließen, wenn man Vertrauen hat. Das heißt, man kann nur mit den Impulsen der Intuition arbeiten, die übrigens den ganzen Tag erfolgen. Also ich meine wirklich diese Intuition, die dir in jedem Moment sagt, was zu tun ist. Die Ideen in dir aufsteigen lässt und dann dir aber auch sagt, ob die Umsetzung jetzt dran ist oder wie die Umsetzung dran ist und so weiter und so fort. Aber eins ist bei der Intuition sicher, sie gibt dir nie und nimmer irgendeine Absicherung, nie. Und sie kann auch nur fließen, wenn es dir egal ist. Wenn du dich so sicher in dir selber fühlst, dass es dir im Grunde genommen egal ist, ob das, was sie dir sagt, nun richtig oder falsch ist. Für dich hängt im Prinzip nicht so viel davon ab. Das heißt, du sagst das und du machst es und es scheitert und es ist dir egal. Oder es ist nicht. Oder noch banaler. Oft wollen wir ja auch die optimale Entscheidung treffen. Dann verwechseln wir das Optimum mit, was soll ich sagen, wir entwickeln dann eine Angst, dass wenn nicht das Optimum eintritt, wenn sich die Sache nicht lohnt, wenn es nicht genau das Richtige ist, also all diese Denkweisen, dass dann unsere Sicherheit irgendwie in Gefahr ist. Also dass wir irgendwie in unserer Sicherheit bedroht sind. Das heißt, wir bewerten das viel zu intensiv. Warum bewerten wir das so intensiv? Weil die meisten von uns ein dysreguliertes Nervensystem haben, die sich und wir uns meistens nicht im Zustand befinden, im Zustand des ventralen Vagus, wo wir uns sicher fühlen, sondern wir befinden uns meistens in einem Zustand vom Nervensystem her der Unsicherheit. Das heißt, all unsere Bewertungen, so Situationen fallen viel zu streng aus. Die Bewertungen sind viel zu harsch. Das heißt, die Frage, ob etwas jetzt das Richtige ist oder ob das Optimale oder ob sich das jetzt richtig lohnt, werden zu essentiellen Fragen. Im Grunde genommen sehen die Fragen so aus, dass man innerlich denkt, wenn es sich nicht lohnt, dann bin ich verloren. Wenn es nicht das Optimalste ist, dann bin ich verloren. Das heißt, wenn wir wirklich ein Nervensystem haben, was traumatisiert ist, sind unsere Interpretationen viel zu intensiv. Es ist natürlich nicht so bewusst. Das Nervensystem ist eher unterschwellig da und eigentlich ist es auch für uns ein ganz normaler Zustand. Wir kennen nichts anderes und unsere Gesellschaft arbeitet genauso. Von daher ist das eigentlich normal und wir können das gar nicht sehen. Jedenfalls zurück zur Intuition.
Wir können nur intuitiv leben. Und das ist meiner Meinung nach auch die einzige Form, die uns mit Leichtigkeit durchs Leben bringt, wenn wir ein Stück weit Sicherheit in unserem Nervensystem erlangen können und immer wieder kultivieren. Es geht nicht darum, es zu haben, weil das ist ein Prozess, aber jeden Tag ein Stückchen es zu kultivieren und zu bemerken, wenn wir nicht darin sind. Okay. Ich bin ganz schön außer Atem, wie ihr merkt. Genau. Atmen, Vicky, warum atmest du nicht? ja, ich bin ein bisschen aufgedreht, sagen wir es mal so. Und ja, filme jetzt im Gehen, werden mir unendlich viele Menschen entgegenkommen. Und naja, mal schauen. Tschüss.